Hallo liebe KosmonautInnen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Linux Benutzer und Gruppen verwalten könnt. Wir haben ja bereits gelernt, dass wir mit Hilfe des sudo-Befehls einzelne Kommandos im Kontext des Root-Benutzers ausführen können. Root ist dabei der Administrator des Systems und hat volle Rechte. Da ich jetzt für diese Demonstration aber einige Befehle hintereinander als Root ausführen möchte, öffne ich doch gleich eine Root-Shell. Ich nutze dazu das Kommando sudo bash. Muss mein Passwort eingeben und habe nun eine Root-Shell geöffnet. Ich sehe das daran, dass hier vorne Root angegeben ist. Als erstes möchte ich jetzt mal herausfinden, wo überhaupt definiert wird, wer sudo nutzen können soll. Denn der Benutzer, der während der Installation angelegt worden ist, hat ja immer die Möglichkeit, sudo auszuführen. Denn sonst hätten wir keine Möglichkeit, unser System zu verwalten. Die Konfiguration von sudo erfolgt in der Datei etc/sudo-rs. Auch diese kann ich mir wieder mit dem cut-Befehl anzeigen lassen. Die Datei ist etwas länger, ich könnte mit dem Mausrad hier durchscrollen. Uns interessiert aber hier diese Zeile ganz am Ende, denn hier wird angegeben, dass alle Mitglieder der Gruppe sudo jeden Befehl mit sudo ausführen können dürfen. Aber wer ist jetzt eigentlich in dieser Gruppe sudo drin? Das kann ich mit dem Kommando getEntGroup gefolgt vom Gruppennamen prüfen. In diesem Fall getEntGroup sudo. Ich sehe hier vorne den Gruppennamen sudo, dann eine eindeutige Nummer, denn jeder Gruppe ist eine eindeutige ID zugewiesen und hier die Benutzer, die Mitglied in dieser Gruppe sind. Das bin im Augenblick nur ich. Gruppen werden in der Datei etc/group verwaltet. Die können wir uns auch mal anschauen. Ich mache das hier ein bisschen größer. Hier sehen wir alle Gruppen, darunter auch die Gruppe sudo, die getEnt uns vorhin ausgegeben hat. Wir möchten jetzt als erstes mal einen neuen Benutzer hinzufügen. Dazu kann ich zum Beispiel den Befehl addUser verwenden. addUser gefolgt vom Benutzernamen. Ich entscheide mich für den Benutzernamen Lenny. addUser Lenny. Jetzt werde ich auch hier wieder aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Und jetzt kann ich als erstes den vollständigen Namen des Benutzers eingeben. Denn der Benutzername unter Linux ist immer klein geschrieben und sollte keine Umlaute oder Sonderzeichen enthalten. Der vollständige Name ist auch der Name, der am Anmeldebildschirm angezeigt wird. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel mal Lenny Linux ein. Jetzt werde ich noch einige Informationen gefragt, die sich hauptsächlich auf Büroumgebungen beziehen. Ich gebe hier einfach immer Enter ein, denn für mich ist das hier irrelevant. Am Abschluss kann ich nochmal sagen, ob die Informationen korrekt sind. Ich bestätige dies mit Ja. Ich sehe hier also, es wurde ein Benutzer Lenny angelegt und der wurde gleich einer Gruppe Users hinzugefügt. Alle neuen Benutzer, die mit dem addUser-Befehl angelegt werden, werden automatisch immer der Gruppe Users hinzugefügt. Die kann ich mir auch mal anschauen. getEntGroup Users. Dort ist augenblicklich nur der Benutzer Lenny Mitglied. Ich könnte mich jetzt also als der Benutzer Lenny an dem System anmelden. Lenny ist aber noch nicht in der Lage, Befehle als Root auszuführen. Ich kann nochmal die Gruppe sudo anschauen, getEntGroup sudo, und sehe, da ist nur der Benutzer Tux drin. Probieren wir es doch gerade mal. Ich melde mich mal ab. Melde mich jetzt mal hier als Lenny Linux an. Öffne ein Terminal. Versuche sudo bash auszuführen. Lenny ist nicht in der sudo-ast-Datei. Er gibt mir es sofort aus. Ich weiß also, was zu tun ist. In dem Fall würde ich mich wieder abmelden, melde mich wieder als Tux, der Rechte hat, sudo auszuführen an, öffne ein Terminal, kann wieder eine Root-Konsole ausführen, ich könnte aber auch das einzelne Kommando mit sudo voran ausführen und gebe jetzt den Befehl addUser Lenny
Sudo ein. Damit kann ich den Benutzer Lenny der Gruppe Sudo hinzufügen. Ich melde mich jetzt nochmal ab. Melde mich wieder als Lenny an. Öffne ein Terminal. Und habe die Möglichkeit, auch als Benutzer Lenny Sudo auszuführen. Als nächstes möchte ich euch noch zeigen, wie ihr Benutzer auch wieder löschen könnt. Dazu melde ich mich wieder als mein Tux-User an, denn ich möchte ungern den Benutzer löschen, mit dem ich aktuell angemeldet bin. Ich öffne wieder ein Terminal und führe sudo bash aus. Und jetzt kann ich den Befehl userdel lenny nutzen, um den Benutzer Lenny zu löschen. Jetzt ist der Benutzer Lenny bereits entfernt. Benutzer werden unter Linux in der Datei etc/passwd aufgeführt. Die kann ich mir nochmal anschauen mit cat etc/passwd. Dort ist der letzte Benutzer Tux. Da war vorher auch noch Lenny drin. Das Home-Verzeichnis vom Benutzer Lenny wurde aber standardmäßig mit dem Befehl del-user nicht gelöscht. Wir können jetzt auch nochmal del-user --help anschauen. Und da gäbe es noch ein Parameter, --remove-home, dann würde auch das Home-Verzeichnis entfernt. Das haben wir jetzt aber nicht gemacht. Das heißt, unter Home gibt es noch ein Home-Verzeichnis für den Benutzer Lenny. Ich könnte jetzt cd/home eingeben. Enter. Ich bin aber schon hier in dem Verzeichnis Home Tux, wie ihr hier seht, drin. Ich kann also einfach ein cd... eingeben und führe jetzt ein ls aus und könnte auch wieder pwd eingeben, dann sehe ich auch nochmal, in welchem Verzeichnis ich bin. Und ich sehe, hier gibt es noch einen Benutzer Lenny. r-rf Lenny. Mit rm kann ich ja Dateien und Ordner löschen. Wenn ich einen Ordner löschen möchte, muss ich den rekursiv löschen, weil der Ordner ja auch wieder andere Dateien oder Unterordner enthalten kann. F forciert den Löschvorgang, ohne nachzufragen, und nun ist auch das Home-Verzeichnis entfernt. Ihr habt also gelernt, wie wir unter Linux ganz einfach neue Benutzer hinzufügen oder auch löschen können und wie wir einen Benutzer einer Gruppe hinzufügen können. Probiert es doch mal auf eurem System aus. Legt einen neuen Nutzer an, gibt den Sudo-Rechte und löscht ihn danach wieder. Berichtet mir in den Kommentaren, wie es euch ergangen ist, und meldet euch auch in unserer Telegram-Gruppe an. Dort helfen wir dir mit Rat und Tat weiter. Tschüss!